war schon nervös, Freunde. Die Felgen kommen. Hallo und schönen guten Tag, meine Freunde. Der Käfer bekommt neue Räder, die sind jetzt gerade unterwegs. Ja. Wir haben schon sehnsüchtig gewartet. Wir haben gedacht, die kommen heute nicht mehr, ne? Die werden natürlich jetzt auf Probe gesteckt. Es ist natürlich gleich dunkel, das heißt, wir werden morgen erst filmen gehen. Aber jetzt können sie schon mal drauf gesteckt werden. Ich freue mich, wie Hunde. Ich habe auch schon vorbereitet, ne, Sandro? Ich bin schon, Mega. Ja, ich bin in den Startlöchern. Ich habe also diese Felgen, da habe ich mich so hart drauf gefreut, das ist genauso wie damals die Benz-Felgen vom 124er. Boah, da war ich. Dürfen wir die schon zeigen? Hä? Dürfen wir die ja, schon sicher, zeigen? Ja, sicher, die zeigen wir. Die sehen die auch gleich hinten drauf. Die Leute sind live dabei, wenn ich die auspacke. Und zwar haben wir einen Satz ultra seltene Wolf Race Felgen von der Firma geklänzert auf dreiteilig umgebaut. Vorne in 5,5 × 17 und hinten haben wir 7,5 × 17. Vorne ein 165er Reifen drauf, hinten ein 185er Reifen drauf. Ich hoffe, die passen. Ich habe sie hinten Probe gesteckt, da waren sie 1 Zoll größer, hat es nicht gepasst. Oder ich hatte noch keine Luft drin. Ich bin jetzt mal gespannt. Ob es geht. Die waren auch vorher, war der Stern in so einem Silber lackiert einfach nur. Jetzt habe ich die einfach in Elfenbein passend zur Innenausstattung, also nicht zu den Sitzen, sondern zu den ganzen, zum Lenkrad, Schaltknauf und vor allen Dingen auch zu der Beschriftung, die noch drauf kommt. Das ist schon Porno. Und vor allen Dingen das Allergeilste, das nächste Geile, jetzt muss ich mal gucken, ich bin gerade so auf. Die vordere ist mit Zero-Lip. Das heißt, Felgenstern guckt raus. Das ist wahrscheinlich nicht der Geschmack von jedermann, aber ich finde das absolut. Guck mal hier, was habe ich für ein Glück. Aber nach alle. Was ich extrem geil finde, das zeige ich euch jetzt. Bringt die. Ah, aua. Raus. Schwarzen Schräubchen. Sieht das geil aus oder ist das geil? Ist das dein Geschmack oder ist das eher nicht dein Geschmack? Also ich habe sie gesehen, wo sie komplett silber waren. Ja. Haben sie mir nicht gefallen. Aber jetzt mega. Ja, wir müssen mal gucken, mega, wenn sie drauf sind tatsächlich. Ne? Also Leute, das ist noch nicht die endgültige Entscheidung. Wir stecken die drauf. Wir haben jetzt so einen kleinen Deal mit dem Matthias. Wir gucken uns das an, wenn wir sagen, dass absolut Porno, dann behalten wir die und dann ist das quasi das Rad für nächstes Jahr. Wenn nicht, habe ich wieder Probleme. So, pass auf, wir machen Folgendes. Ich mache jetzt einen kleinen, ne? Wir sehen uns gleich wieder, wir hauen jetzt drauf und dann gibt es direkt ein Pörnchen aufs Öhrnchen. Aufs Möhrnchen. Bis gleich! So, Freunde. Felgen sind verbaut. Wir machen jetzt auch so die erste holprige Probefahrt, weil der hinten so krass in Sturz ist, dass ich echt viel Druck brauche, um den überhaupt aus dem Sturz hin wieder rauszubekommen. Und wir schalten mal kurz an. Das ist echt extrem krass. Also da müssen wir uns noch was einfallen lassen, weil der hinten zu viel Gewicht drauf hat. Also ich werde auf jeden Fall, das zeige ich euch jetzt auch mal, ich suche mir jetzt mal gerade einen Platz, mal schauen, dass ich die Kotflügel, die müssen bearbeitet werden. So ist das auf jeden Fall zu hart. Ich suche mir jetzt einen schönen Platz, dann sehen wir uns jetzt gleich nochmal und dann zeige ich euch am Auto, was ich damit meine. So, folgendes Problem haben wir nämlich jetzt. Jetzt liegt er nämlich hinten, liegt er quasi nur an der Stelle, sieht man das hier wieder an, liegt an der Stelle und hier hinten an der Stelle am Reifen an. Mhm. Wir haben hier eine circa, ich würde mal sagen, 5 mm dicke Kante und die können wir einfach umlegen. Also das würde ich jetzt auch hier tatsächlich machen. Da verändern wir nicht so viel am Originalblech, das finde ich jetzt auch gar nicht so schlimm.
weil jetzt die Felge noch mal weniger machen würde ich nicht. Also das auf gar keinen Fall. Ich finde, das ist perfekt, so wie es jetzt gerade hier drin ist. Und das würde ich auch 100% so lassen. Kante anlegen und dann ist er auch 100% rollbar. Also dann kann ich so, wie der gerade ist, wie er hier steht, ja, rollen. Und Fahrrad, glaube ich, auch fast. Ja gut, Bodenfreiheit ist natürlich so oder so, ne? Ja, meine Lieben, ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Ich finde die Felgen absolut Porno, also absolut Porno. Farbgebung ist geil, alles mega. Er wird auch auf der Essen Motor Show stehen, da freue ich mich auch ganz besonders drauf. Und ich würde sagen, wir sehen uns.